Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Mittwoch, dem 4. November 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 908 und heute habe ich die folgenden Themen für euch dabei. AVM, Fritz Repeater, Pokémon Go, Baby Shark Dance und 13 Jahre jung. Zuallererst eine kleine Entschuldigung, dass es am Anfang dieser Woche mit den ersten beiden Folgen nicht geklappt hat. Die liebe Gesundheit wollte mal wieder nicht ganz so mitspielen, wie sie sollte. Ich beginne zuerst mit AVM, den Fritz Repeatern, und zwar mit dem 600er, mit dem 1200er, mit dem 2400er und mit dem 3000er. Auch die haben nach diversen Fritz-Boxen jetzt auch das Update auf die Version 7.2.1 erhalten, was heißt, die können jetzt neu unter anderem auch auf den WPA3-Standard zugreifen, sprich die Verschlüsselung nutzen. Sie haben die Möglichkeit, den Transition Mode zu nutzen und die automatische Einrichtung der Betriebsart Lernbrücke für den Repeater geht wieder in den Werkseinstellungen etc. Viele weitere Punkte sind damit dazugekommen. Wer sich da genauer einlesen will, Link natürlich wie immer in den Shownotes oder auf daily.geektalk.ch. Ich habe schon mal fleißig all meine geupdatet und meiner Mutter den Befehl gegeben, das auch zu tun. Grund, weshalb das nicht geht, ist auch im bokeh.ch Blog verlinkt in einem Beitrag, wo ich zuerst noch mit den Providern ein Wörtchen sprechen muss. Dann geht's über zu Pokémon Go. Die haben in diesem Jahr einen riesen Boom, also nicht einen Boom, sondern wieder ein schönes nach oben gehabt. Man hätte ja meinen können, dass es vielleicht da nicht so gut geht, aber dadurch, dass man viel zu Hause hat bleiben dürfen, Homeoffice etc., Ausgangssperren und so weiter, hat anscheinend dazu verholfen, dass mehr Geld ausgegeben wurde. Und zwar im Vergleich zum 2019 so circa um die 11% mehr. Das erste Mal wurde in diesem Jahr die 1 Milliarde US-Dollar Grenze geknackt. Schon unglaublich, was da mit In-Apps in solchem kostenlosen Spiel alles möglich ist. Vor allem, wenn viele, und da habe ich nicht wirklich dazu gehört, unter anderem, weil ich ja vom Achim immer wieder mitbekomme, wie beliebt das Spiel noch ist, das Spiel schon für tot erklärt haben. Nach dem ersten Hype ging es eben, wie gesagt, in diesem Jahr deutlich vorwärts. Auf Platz 1 bei den Umsatzstärksten sind die Amerikaner, gefolgt von Japaner, und auf Platz 3 sind die Deutschen. Weiter geht's mit einem YouTube-Thema. Die erfolgreichsten YouTube-Videos. Vor einigen Jahren war das noch dieser, wie hieß er nochmals? Gangnam Style, genau, wurde dann aber abgelöst von Despacito, einem Song, da haben meine kleinen Mädels auch mitgeholfen, dass der wiederholt immer und immer und immer wieder mal abgespielt wurde. Doch auch dieser wurde jetzt aufgeholt, nämlich vom Baby Shark Dance. Mehr als 7 Milliarden Aufrufe hat dieser knapp 2 Minuten lange Song. Na dann, Nee, muss nicht sein. Genau. Zu guter Letzt habe ich noch YouTube Music und das nochmal was mit Musik zu tun. Ja, gibt's jetzt neu. Google Play Music wurde ja abgedreht und für alle diejenigen, die als Familie unterwegs sind und deren Kinder unter 13 sind, die haben jetzt Pech, denn ja, das neue YouTube Music erlaubt keine Nutzung für Kinder unter 13 Jahren. Kann natürlich logisch sein, wegen YouTube-Videos oder diese Videos, die man da zusätzlich noch anschauen kann und eben nicht nur Musik hören kann, aber halt auch doof, wenn man das so sich zusammengeklickt hat vor noch auf dem Google Music-Geschichte und das jetzt so nicht mehr weiterverwenden kann. Ja, muss man Alternativen suchen. Bei uns ein ähnliches Problem, seit dem Wechsel auf YouTube Music kann unsere Kleinste nicht mehr darauf zugreifen. Doof, dass das auf dem Tablet ist, was in der Küche steht und für alle eigentlich wäre. Aber ja, vielleicht bessert YouTube da ja nach. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten, die ich für euch habe zusammentragen können. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ansonsten euch einen schönen und vor allem einen erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.